So, dann nochmal herzlich willkommen am Wochenende, bevor die dritte Kalenderwoche beginnt. Und wir beschäftigen uns heute eben mit dem DAX, hauptsächlich mit dem DAX und noch eben auch mit der letzten Woche. Zunächst einmal kann wieder jeder das Video stoppen und den Risikohinweis selber lesen. Und dann beginnen wir auch schon mit dem DAX. Und ich fange mit dem alten Chartbild an, wo letzte Woche eben der DAX auf die 9.650 runterfallen sollte, Maximalfall Intraday bzw. Intraday auf 9.5, und dann sollte es eigentlich hier ein Reversal geben. Ist jetzt eben nicht ganz eingetreten, wie was eben auch schon im ersten Video erwähnt worden ist, ist eigentlich jetzt hier alles per Schlusskursbasis unterboten werden. Doch der Hoffnungsschimmer oder auf das, was eben auch in der letzten Woche immer wieder erwähnt, gesagt worden ist, dass im Nasdaq hier das Gap noch offen ist und womöglich dieses geschlossen wird. Und genau das gibt jetzt eben Hoffnung. Wir sind jetzt hier im 4-Stunden-Chart unterwegs. Man kann auch im Tageschart die Kerze dann anschauen. Ja, hier würde es fast punktgenau getroffen und der Markt drehte und legte dann am Freitag hier noch eine Erholungsrallye hin. Also diese Konstellation, dass hier dieses Tief exakt gehalten hat, bei manchen Aktien, die ich ja vorgestellt habe, eine Amazon hat eben nicht ganz das, glaube ich, das Gap geschlossen, da habe ich die Limits eben hingesetzt und die wurden nicht ausgeführt. Da wäre noch ein bisschen Spielraum da, aber allgemein ist jetzt hier für mich erstmal, ohne dass ich jetzt die Kurse von Asien und sonst wo kenne, weil wir haben jetzt 23 Uhr. 30, also noch keine vorbörslichen Indikationen, auch von den US Futures nicht. Und deshalb gehe ich hier erstmal von einem Rebound-Szenario aus. Im DAX ebenfalls. Und dafür habe ich jetzt eben einen neuen Chart gebastelt, der erst einmal, sagen wir erstmal, gehen wir erstmal in den kurzfristigen Bereich. Also hier ist eine, ob jetzt direkt hier oben angesetzt oder hier. Hier ist eindeutig eine Abwärtstrendlinie eben auch zu erkennen. Hier ist es aber eben der Xetra-Chart. Wir sind, glaube ich, am Freitag im Future etwa bei 9, ja, 9.500 Punkten aus dem Handel gegangen. Also hier könnte auch, weil ja der Xetra natürlich erst um 9 Uhr beginnt, eine Stunde Handel ist ja dann wieder im Future Bereich möglich. Also hier könnte es gleich auch, ja, trotzdem gleich mit dem Ausbruch eben starten über 9.550. Und hier gibt es für mich eben, wir sind jetzt hier im 5-Minuten-Chart unterwegs, also es ist wirklich sehr kurzfristig, wäre für mich hier ein Kaufsignal bei 9.582, wenn möglich natürlich ein für 5-Stunden-Close darüber. Aber auch sonst, wenn diese Marke durchbrochen wird, erstmal ist sie nachhaltig hier der Abwärtstrend gebrochen und das Hoch sollte dann auch eigentlich kein Problem darstellen. Diesmal gibt es die Zielmarke bei 9.677, 9.750 etwa. Ja, und hier zufällig, also ist jetzt nicht gewollt, aber hier in 50er Punktenschritten nach oben. Also es ist mir jetzt erst gerade aufgefallen. Also definitiv ab 9.700 gibt es wirklich in 50er Punktenschritten mehr oder weniger eine horizontale Widerstandslinie. Aber zuerst wäre eben hier dieses Kursziel denkbar. Dann muss man weitersehen. Ich nur kurz schauen, wo habe ich, ja hier, das ist der neue Chart. Also Crash-Szenarien habt ihr sicherlich am Wochenende überall genug gelesen. Von mir gibt es heute auch kein Crash-Szenario, aber es gibt noch wichtige Unterstützungen, die ich eben per Fibonacci-Retracements ausgemacht habe. Ein wichtiges hier im Wochenchart, was auch dann mit der 200-Tage-Linie übereinstimmen würde, wäre eben knapp unter der 9,3.
Aber wie gesagt, das ist jetzt nur im Fall der Fälle, dass am Montag der DAX wirklich krachen sollte nochmal. Aber ich gehe nicht davon aus. Dann wäre das definitiv eine Anlaufmarke. Im Prinzip auch nicht eine neue, war ja auch in den Videos da noch die 9.3. Aber hier gibt es auch noch eine andere Fibonacci-Marke, die jetzt neu hinzugekommen ist. Und wenn es wirklich die nicht hält, dann sehe ich wirklich da noch die Unterkante anlaufen, dann bei 8.800. Aber wie gesagt, erstmal überhaupt nicht auf dem Radar, solange hier der DAX an dieser Marke sich noch befindet. Und eben, was eben auch wichtig ist, natürlich der Nasdaq sollte nicht, ja, nicht deutlich unter dieses Low gehen, also nicht unter 4.050 Punkten. Besser natürlich, er wird überhaupt gar kein neues Low machen. Das wäre es jetzt erst einmal gewesen. Und ganz kurz eben nur, da war ich wirklich ein paar Mal auch zu früh dran. Hier bei Daimler wurden und bei BMW wurden ja noch Gewinne mitgenommen. Aber ja, hier bei Royal Dutch lief es dann jetzt nicht gut mehr, weil der Ölpreis auch noch mal runterging. Aber klar, Toleranzen sind da, aber Schlusskursbasis ist man jetzt hier auch ausgestoppt. Und bei Walt Disney, die zwischenzeitlich auch immer wieder top aussah im Wochenchart, hat jetzt diese Unterstützung aufgegeben und eben unter diesen Schlusskurs geschlossen. Also das war jetzt bei den Einzelwerten definitiv eine negative Woche. Die erste eben seit den 3,5 Monaten in meinen Augen. Ich führe auch kein Logbuch oder sowas, aber einfach gefühlt. Okay, danke fürs Zuhören und ich melde mich dann morgen früh wieder.